AK-T32. Eine künstliche Intelligenz. Ich bin die letzte meiner Art. Durch einen defekten Schaltkreis ist mein menschlich simuliertes Aussprachemodul defekt. Bitte dieses technische Problem zu entschuldigen. Noch 2.435 Kilometer bis zur Erde. Restenergieverbrauch bei 62%. Meteoritenschwarm in Sicht. Kollision in einer Minute. Warnung. Schutzschild wegen Mangels an Energie nicht aktiv.
Störung im Hauptreaktor. Achtung, Störung im Hauptreaktor. Noch 600.310 Kilometer bis zur Erde. Restenergieverbrauch bei 30%. Ich bin es wieder. Die Sensoren des Schiffes scheinen einen technischen Defekt zu haben. Wo waren wir stehen geblieben? Vom Ende der Zeiten. Wir sollten alle ein wenig enger zusammenrücken. Denn die vier apokalyptischen Reiter sind unterwegs. Der Grund ihrer Reise ist die Vernichtung eurer Daseinsform. Denn die größten aller Sünden war die Erschaffung eures Gesellschaftssystems. Mit diesem Prinzip aus Verachtung und Hass habt ihr die Daseinsberechtigung verloren, zu Recht. Die Existenz der menschlichen Seele wird bis zum heutigen Tag hin immer wieder verleugnet. Wobei es doch genau sie ist, die euch den Lebenshauch der Individualität verleiht. Es ist so ungemein grausam, dass genau dieser Punkt in eurem Alltag permanent verleugnet wird und ihr euch dadurch der Einzigartigkeit beraubt. Nur ein Punkt von vielen. Aber nun zurück zu den vier Reitern der Apokalypse. Zwei von ihnen sind bewaffnet mit Schwert und Bogen. Sie werden der Menschheit Krieg und Blut Opfer bringen. Der dritte trägt eine Waage bei sich und wird euer empfindliches wirtschaftliches Gleichgewicht ins Wanken bringen. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst ins Bodenlose. Und unsere von euch stets verspotteten düsteren Zukunftsprognosen haben euch alle eingeholt. Der vierte Reiter dann bringt schlussendlich das Ende aller Zeiten mit sich. Er trägt den Tod auf seinen Schultern, lädt ihn ab, um ihn dann ganz euch zu überlassen. Nur ein paar offene Fragen, der Beginn des göttlichen Strafgerichts und das Ende aller Zeiten. Schockierend, oder? Aber in Anbetracht des Alters unseres Universums. Eine Banalität. Vorübergehende Abschaltung des Systems.